Fremder in der Nacht, 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 Fremder. Der in der Nacht, Fremder in der Nacht, Fremder in der Nacht, Fremder in der Nacht, Fremder in der Nacht, Fremder. Der in der Nacht Fremder, 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 der in der Nacht Fremder, der in der Nacht Fremder, in der Nacht Fremder, in der Nacht Fremder. In der Nacht Fremder, in der Nacht Fremder, in der Nacht Fremder. Also es geht um Tralala, Steinböck ist da, Strobl ist da, ist schon Tralala. Ne? Schöne Verdrehung. Aber Tralala ist natürlich leicht erklärt von Herrn Magister Steinböck. Genau, die Tralala-Idee war die, dass wir doch alle irrsinnig viele Lieder können, und aber nur die erste Zeile. Besonders, also anders sprachlich als Deutsche, wo es dann aus ist einfach. Ja. Und da haben wir uns gedacht, da muss doch was drinnen sein. Und ja, die meisten singen dann nochmal tralala, bla bla bla. Und wir haben uns mit dem Thema beschäftigt und sind dahin gekommen, dass eigentlich das ganze Leben voller Tralala ist. Wie oft redet irgendeiner und redet nur ein Brezel. Und das ist dann einfach ein Tralala. Man hört dann zu Tralala und er redet nur Tralala. Und ja, da ist nach oben keine Grenze gesetzt, nach Tralala gesetzt. Bei Politikern, bei Ehemännern, ich glaube auch Tiere. Tiere unterhalten sich tralala-mäßig. Ja, wahrscheinlich. Und wir sind auch dahinter gekommen, dass es einfach auch Künstler gibt, die einfach Tralala, also einfach Nonsens-Texte, zu Texten erheben. Weiß ich nicht. In der Popmusik. Genau. Manamana. Also es gibt ja unzähliges, wo einfach sinnlos Texte aneinandergereiht werden, und da haben wir uns damit beschäftigt. Und glaube ich, ein Sammelsurium an was, fast 90 Musikzitaten zusammengetragen. Ist aber nicht ein musikalisches Programm per se, sondern es geht auch Doppelkonferenzen, wir spielen ein paar Sketches, also alles, worauf wir Lust und Laune hatten und wo wir einfach Spaß hatten. Und davon ausgehen, dass die Leute auch Spaß haben. Und wir haben jetzt einige Vorführungen und heute die Premiere gespielt, und da hatten wir megamäßig den Eindruck, dass die Leute Spaß haben, dass unser Konzept aufgeht. Tralala, la 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 la. Just a kiss, a sign, just a sign. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Gänzlich anders wäre die Geschichte verlaufen mit. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Du entschuldiger Kind, bist du nicht geworden? Wir wechseln das Genre hin zum Western. The good, the bad and the ugly. Wir erinnern uns. Geworden mit einer anderen Musik. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein. Also der Hermann Leopold hat gesungen, schön ist so ein Ringspiel, und wir könnten dem draufsetzen im Jahr 2011, schön ist so ein Tralala, weil irgendwie sind wir dann draufgekommen, irgendwie ist alles ein Tralala, oder?